Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wenn Sie sich zu Hause umschauen, denkt man ab und zu, ach, ich würde mal gerne wieder etwas verändern. Möbel und Wände sind gleich verändert. Doch wie sieht es mit der Decke aus? Auch hier gibt es ganz einfache und schnelle Lösungen. Das ist ein Thema heute bei uns in der Sendung. Alle weiteren jetzt im Überblick. Verschönert, so machen Sie mehr aus Ihren Räumen. Eingespart, was Blockheizkraftwerke wirklich bringen. Und informiert, das bietet der neue Bauherrenratgeber. Sie alle kennen das Sprichwort, mir fällt die Decke auf den Kopf. Das gilt für den privaten Bereich, für den beruflichen, aber ab und zu einfach auch für unser Zuhause. Denn oft passt die Decke nach Jahren nicht mehr ganz zur Einrichtung. Doch eine Decke zu erneuern ist mit viel Aufwand verbunden. Inzwischen gibt es jedoch eine Lösung, die ganz einfach und praktikabel ist. Sieht Ihr Zimmer auch so aus? Dunkle Decken lassen den Raum klein und düster erscheinen. Doch die Zimmerdecke zu renovieren oder zu streichen bedeutet meist viel Staub und Schmutz. Eine einfachere Lösung bieten sogenannte Spanndecken, eine Art Decke-unter-Decke-System. Das heißt, Ihre alte Decke bleibt völlig unberührt. Ein Leistensystem wird umlaufend an den Wänden montiert und nimmt die Spanndecke auf. Die Decke wird jetzt angebracht mit der Spannspachtel. Wir haben vorher eine Spannleiste angebracht, die mit der Spannspachtel funktioniert. Die Decke haben wir jetzt grob fixiert. Die Spannspachtel wird jetzt in die Spannleiste eingeführt, in einem 45-Grad-Winkel, und wird durch die Bewegung, durch die Drehbewegung, wird sie automatisch gespannt. Vorteil dieser Renovierungsart: Es geht einfach, schnell und sicher. Vorausgesetzt, Sie lassen das Ganze vom Profi übernehmen. Nur das garantiert eine optimale Anbringung. Spanndecken sind für jeden Raum in Ihrer Wohnung geeignet. Wir haben die Möglichkeit, für jeden Raum diese Spanndecke einzuarbeiten. Für Büroräume, für Kinderzimmer, für Schlafzimmer und natürlich auch für Nassräume. Für Badezimmer ist das auch geeignet. Wir haben ein sehr großes Portfolio an Farben, in allen möglichen Farben. Und wir haben die Möglichkeit, diese Decke individuell zu bedrucken, nach Ihren Wünschen, nach Ihren Vorgaben. Verschönerung, Schallschutz, Individualität für Zimmerdecken und Wände. Lichtquellen oder Bilder können bei der Spanndecke direkt integriert werden. Aber auch bereits vorhandene Lampen können problemlos an der Spanndecke angebracht werden. Ich habe jetzt hier das Gewebe eingeschnitten für die schwenkbare für den schwenkbaren Spot. Das Gewebe kann man einschneiden, weil es ein Gewebestoff ist, da bleibt auch die Spannung gegeben. Muss ich da im Vorfeld solche Lampen installieren lassen oder kann ich auch Lampen, die ich schon vorher hatte, dann noch anbringen, wenn die Spanndecke dran ist? Das kann man machen. Einzigste, was man machen muss, ist, man sollte alles vorher genau ins Detail planen, weil nachher kann man nichts mehr festlegen. Man muss jetzt genau sagen, ich möchte da und da meine Lichter haben, und dann kann man das vorbereiten. Im Nachhinein geht es nicht mehr. Die Montage der Spanndecke dauert etwa einen Tag. Wer zusätzlich noch seinen Boden neu verlegen lässt, kann sich am Abend bereits über ein komplett neues Zimmer freuen, ohne großes Staubaufwirbeln. Das ist ein Wohn- und Arbeitsraum, liegt nach Nordwesten, ist also auch selbst in der hellen Jahreszeit eher dunkel, und deswegen geht es darum, dass da Licht reinkommt. Auch die oft vernachlässigte Zimmerdecke ist also eine Wohnfläche mit ungeahnten Möglichkeiten. Richtig ausgesucht kann sie Ihre Räume zum Blickfang machen. Wenn es ums Bauen und Wohnen geht, gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, Trends, Tipps, aber auch Auflagen. Welche genau, das haben wir für Sie zusammengefasst. Vor dem ersten Frost sollten Hausbesitzer ihre Dachziegel auf Schäden oder verschobene Platten überprüfen lassen. Wasser kann eindringen, welches bei Minusgraden gefriert, sich ausdehnt und das Material aufsprengt. Das kann teuer werden. Zudem kann das Wasser bis ins Gebäude vordringen und Schimmel verursachen. Arbeiten am Dach sollten immer vom Experten übernommen werden. Dieser kann die Schäden richtig einschätzen. Ethanolöfen dürfen nur in gut gelüfteten Räumen betrieben werden. Durch die Verbrennung wird Sauerstoff verbraucht, wodurch Abgase und Dioxine entstehen. Dadurch kann sich der Kohlenmonoxidgehalt in der Luft in geschlossenen Räumen unter Umständen erhöhen. Darauf weist der TÜV Rheinland hin. Zudem sollte der Ofen nicht in der Nähe von brennbaren Materialien entzündet werden. Die Geräte müssen gut montiert sein und fest stehen.
Das Handwerk wirbt in der aufkommenden Flüchtlingsdebatte um einen potenzialorientierten Ansatz. Während einerseits ein Fachkräftebedarf besteht, werden viele Menschen in die Region kommen, die arbeiten möchten, es aber nicht dürfen, so der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, Dr. Tobias Mehlich. Der Bedarf und der Willen seitens der Betriebe zur Integration von Flüchtlingen sei vorhanden, so Mehlich. Das Handwerk werde sich daher im gesamten Kammergebiet entsprechend engagieren. Oh, Entschuldigung, wir sind schon wieder auf Sendung. Ich war ganz vertieft in den neuen Bauherrenratgeber des Schwäbischen Verlags. Was sich genau alles hier drin befindet, welche Tipps und Tricks Sie hier erfahren, das zeigen wir Ihnen nach der Werbung. Holz war früher der Brennstoff in jedem Haus. Heute gibt es Öl, Gas und andere Heizungen. Eine ganz moderne Art des Heizens und der Stromgewinnung sind Blockheizkraftwerke. Ein ganz neues entsteht gerade in Weingarten in Kooperation mit den technischen Werken Schussenthal. Wir wollen Ihnen diese Technik einmal genauer vorstellen. Ein Kasten rein, drei Sorgen los. Heizung, Warmwasser und Strom. Das dachte sich auch das Studentenwerk Weingarten und hat sich von den technischen Werken Schussenthal ein Blockheizkraftwerk einbauen lassen. Das ist eine Maschine, also ein ganz konventioneller Verbrennungsmotor, der im Prinzip parallel Wärme sowie Strom erzeugt. Ist ein ganz konventioneller Motor, so wie er im PKW oder im LKW stattfindet. Da gibt es verschiedene Leistungsgrößen für den Einfamilienhausbereich, aber auch für größere Liegenschaften bis zum Kraftwerk. Aufgrund steigender Strompreise lohnt sich die Anschaffung. Rund 70% des Strombedarfs wird hier jetzt über das Blockheizkraftwerk abgefahren. Versorgt werden damit das Studentenwohnheim, die Verwaltung des Studentenwerks und die angrenzende Kita. Insgesamt rund 220 Personen. Vor allem natürlich auch als Studentenwerk sind wir natürlich auch immer angehalten, möglichst günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir vermieten warm an unsere Studierende, das heißt eben auch, wir sind daran interessiert, wenn wir Nebenkosten einsparen, kommt es uns als Studentenwerk auch zugute, sodass wir dann die Mieten nicht so schnell erhöhen müssen. Und genau deshalb haben wir das dann auch gemacht. Es spart einfach auf der einen Seite Geld und wir mussten ohnehin eben an der Heizung was tun, weil uns sonst die Nebenkosten davon gelaufen wären. Bislang galt die umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung als optimal für Industrie und Gewerbe. Inzwischen sind auch kleinere Anlagen technisch ausgereift. Blockheizkraftwerke fürs Einfamilienhaus haben sehr gute Energiebilanzen. Der Anschaffungspreis von dieser Anlage ist natürlich relativ hoch. Der ist natürlich für den Einfamilienhausbesitzer wird das Ganze natürlich kritisch. Die ganzen Anlagen gibt es auch in einer etwas kleineren Leistungsform. Da sind sie auch etwas günstiger. Es kann eine Wirtschaftlichkeit erzielt werden. Es muss aber ganz genau darauf geschaut werden, dass die Verbräuche richtig analysiert werden und dadurch auch die Größe dieser Anlage richtig gewählt wird. Die Entscheidung für ein Blockheizkraftwerk wird auch finanziell gefördert. Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gibt es eine gesetzliche Förderung. Bei einem Neubau erhalten BHKW-Betreiber einen Zuschlag bis zu 3.000 Euro. Und für den erzeugten Strom bekommt man eine Förderung für maximal 10 Jahre oder 30.000 Betriebsstunden der Anlage von 5 Cent pro Kilowattstunde. Geeignet sind Blockheizkraftwerke also für jedes Gebäude, solange der Energiebedarf hoch genug ist. Allerdings rechnet es sich im Bestand eher als im Neubau. Ja, wir müssen leider zugeben, wir sind nicht das einzige Magazin, wo sich alles um Bauen und Wohnen dreht, aber das einzige TV-Magazin. Unsere Kollegen aus der Printabteilung geben jedes Jahr einmal den Bauherrenratgeber heraus mit vielen Tipps, Tricks und vor allem wertvollen Adressen. Wie dieses Magazin entsteht, das sehen Sie jetzt. Wer baut oder renoviert, braucht Unterstützung. Mit einer Auflage von 20.000 Stück pro Jahr ist der Bauherrenratgeber das regionale Magazin rund ums Bauen, Renovieren und Wohnen. In der Schmiede des Schwäbischen Verlags entsteht der Ratgeber, welcher einmal im Jahr erscheint. Verantwortlich für den Inhalt sind die Printkollegen aus dem Bereich Immobilien. Wir achten ganz arg drauf, dass wir redaktionelle Tipps geben, ganz viele Themen auch anreißen und auch Informationen geben, wo Sie sich hinwenden können, wenn es interessant ist. Also wir wollen rundum von Finanzieren bis energetisches Bauen, Architektur, Rauchmelder, alles was so aktuell ist, wollen wir mit aufgreifen.
Worauf muss ich beim Modernisieren achten? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Und welche Gefahren können beim Hausbau auftauchen? Solche und andere Fragen beantwortet der Bauherrenratgeber. Seit einer Woche ist die aktuelle Ausgabe auf dem Markt. Aktuell, neu und anders. Also wir wollten uns auf jeden Fall abheben von sämtlichen Magazinen, ob es Möbelmagazine oder sonst was sind. Wir haben jetzt eine ganz coole Titelseite, wo einfach auch zum Träumen anregt. Wir möchten die Zielgruppe, die bauen, das sind die jungen Familien, die jungen Paare, die einfach denken, es wäre schön ein Eigenheim und da möchten wir der Ratgeber sein. Den Bauherrenratgeber gibt es kostenlos in allen Geschäftsstellen der Schwäbischen Zeitung, in allen Rathäusern und Bauämtern sowie über regionale Lesezirkel. Liebe Zuschauer, für diese Woche war es das wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Und kommende Woche dreht sich bei uns alles um die Immobilie. Chancen und Risiken beim Immobilienkauf und viele weitere spannende Themen. Wir freuen uns wieder auf Sie. Bis dahin einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.